Hier bei diesem Großsteingrab habe ich eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, wenn man sich das mal anguckt, ist ja klar, es ist hier schon ziemlich zerfallen. Aber hier dieser Stein hat ganz deutlich sichtbare Markierungen hier, wo man sieht, dass das mit primitiven Methoden gespalten wurde. Also wahrscheinlich wurde hier irgendwie so ein Eisenkeil eingeschlagen. Hier, 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 sogar hier noch ein kleiner. Und da kann man dann sehen, wie das auseinandergebrochen ist. Normalerweise findet man dann aber auch dazu irgendwo hier dann das Gegenstück dazu. Also der und das, was da abgespalten wurde, müsste irgendwo hier liegen. Aber das ist nicht der Fall. Haben die also diesen Stein irgendwie in einer Großsteingrabfabrik gefertigt und den dann hier hingebracht? Was ja total abgefahren wäre, weil dann gab es ja richtige Steinbrüche, wo diese Steine quasi bearbeitet wurden. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die quasi alles hier vor Ort fertigen und das dann quasi nur noch an Ort und Stelle zurechtrücken. Klar müssen die Steine rangeschafft werden, die liegen ja hier nicht auf dem Haufen irgendwo rum. Aber ich stelle es mir halt auch abgefahren vor, irgendwo in einem Steinbruch diese Steine zu bearbeiten, dann hier hinzubringen. Ich dachte immer, die hätten hier in der Gegend rumgelegen. Man hätte sie sich, sag ich mal, aus der Area hier gesourced und dann hier hingebracht und geguckt, wie kann man aus diesen Steinen, die wir zur Verfügung haben, was entsprechendes bauen. Dann gibt es noch vorne einen Stein, dieser hier, der versetzt wurde. Die Anwohnerin hier sagte gerade in den 70er Jahren. Das hat sie sogar als Kind noch mitbekommen. Den können wir uns ja auch mal anschauen. Das soll der sogenannte Teufelsstein sein. Da sieht man hier ganz deutliche Einkerbung. Die haben wir in Dänemark auch schon gesehen. Da ist die Frage, was haben die Leute da gemacht? Ich gehe davon aus, die haben da irgendwelche Gewürze gemahlen oder Getreide oder was auch immer. Natürlich gibt es auch die Theorie, dass da irgendwie was geopfert wurde. Das sind so Opferschälchen oder sowas. Aber eigentlich müssten die nach oben hin, weil jetzt die hier an der Seite anzubringen, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Dann zeige ich euch nochmal, was hier auf der Tafel steht. Großsteingrab und Teufelsstein. Der Teufelsstein ist ein Granitblock, auf dessen Oberfläche sich 66 Abdrücke befinden. Bezeichnet wird er daher auch als Näpfchenstein. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes eine bewegte Geschichte. In den 50er Jahren wurde er von seinem eigentlichen Platz entfernt, siehe Fotos. Bevor er in den 70er Jahren unter Einsatz der Bundeswehr an seinen jetzigen Platz gesetzt wurde. Das hat die Anwohnerin vorhin auch erzählt, das hat sie als Kind noch mitbekommen. Die Umsetzung boten Anlass für wissenschaftliche Analysen, die zeigten, dass die Unterseite zwecks eines besseren Stands bearbeitet worden waren. Benachbart liegt ein Großsteingrab, das zum Teil überhügelt ist und mit einem nachträglich errichteten viereckigen Wall umgeben ist. Sieht man ja auch hier ganz deutlich, wie so ein Wall errichtet wurde. Fingerabdruck des Teufels. Drückte der Teufel sinnierend seinen Finger in den Stein, während er Böses schmiedete? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn Übersinnliches in der Megalithkultur durchaus seinen Platz hatte, als wissenschaftlich fundierte Ursachen für die 3 bis 7 cm breiten und 2 cm tiefen Einbuchtung, können die Festlegung eines Dorfplanes oder die Darstellung einer astronomischen Sternkarte gelten. Die Möglichkeit, dass es Opfersteine sind, in deren Vertiefung während der Zeremonie Kräuter, Essenzen und Öle eingefüllt wurden, kommt ebenso in Betracht. Datiert werden diese Vertiefungen in die Jungsteinzeit bzw. in die Bronzezeit, wo sie eine rituelle Bedeutung im Totenkult hatten. Weitere solcher Näpfchensteine an der Straße der Megalithkultur gibt es bei der Station 3a, Driehauser Steine und 27b, die Bargleuer Steinkiste. Hier seht ihr mal die Straße der Megalithkultur. Wir haben uns da schon einiges von angeguckt. Wir sind jetzt gerade hier und könnten jetzt theoretisch hier komplett hochfahren bis nach Wildeshausen, Oldenburg und würden da ganz schön viel Kram finden. Ja, was ich spannend finde, dass in Dänemark quasi ähnliche Einbuchtungen waren. Das heißt, die Leute, die hier was hingesetzt haben und die in Dänemark was hingesetzt haben, die hatten die gleiche Idee dazu wahrscheinlich. Aber ich bin der Meinung, das müsste eigentlich nach oben. Jetzt gucken wir uns nochmal diesen Wall an. Sieht man ja jetzt ganz deutlich hier so einen Wall, der sich so drumherum schlängelt. Klar, hier sind ein paar Bäume gewachsen mittlerweile, aber ich finde, das kann man ganz gut erkennen. Tja, was meint ihr dazu? Wozu war diese Anlage gedacht? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare.